Neueröffnung im Buchsenberghaus Malbun am 1. Dezember 2018. Und wie geplant hat sie in der Nacht ein Geifeli Schnee geworfen. Die Nebel auf 137'100 cm über Meer, wie der neue Homepage drin steht, Sonnenschein. Jeden Top auf Rheintal, wie man gerade beim Eingang sieht. Es hat sich einiges tun in den Monaten, wo die neuen Pächter das Berghaus nach ihren Vorstellungen gestaltet haben. Gerade beim Eingang ist es ersichtlich. Ganz spezielle Klänge aus dem Lautsprecher raus. Aber das alles müsst ihr selber erfahren, vor Ort raufgehen. Wie eben auch die beiden Buchser Ortsverwaltungsräte, die bei der Eröffnung natürlich dabei gewesen sind. Der Werner Schwendel. Also wir freuen uns, dass wir hier im Berghaus, in der neuen Eröffnung, beim neuen Wirtepaar, beim Stefan und Nicole, dürfen sein. Und wir hoffen natürlich, dass die neue Eröffnung ein guter Anfang ist und vor allem, dass es so weitergeht. Sehr gut gestartet, die beiden neuen Pächter. Hier im Hintergrund der Stefan Pagnoncini und Nicole Hoffart, der jetzt den Kaffee bringt. Die Meinung von Hans Rotenberger. Wir sind glücklich, Stefan und Nicole hier oben begrüßen zu dürfen von der Ortsgemeinde und auch an diesem Eröffnungstag. Wir wünschen Ihnen viel Glück und einen schönen Tag, einen guten Start. Ein Start nach Mass auf jeden Fall. Es hat angeniedelt, wie die Oberschaner sagen. Wir sagen ein Geiferli Schnee. Wir hoffen natürlich jetzt dann noch, gerade nachdem einiges hier revidiert wird, mit dem Skilift, ein neues Pistenfahrzeug etc. und so weiter, dass es noch mehr Schnee gibt. Es hat auch darum gut angefangen, weil es einige Leute hatten. Mit dem Privatauto ist man raufgekommen, die neue Strasse ist wirklich absolut super. Und mit dem Bus, Wendeplatz wird angezeigt, man kommt auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln rauf. Zu allen Jahreszeiten ein beliebtes Ausflugziel für Einheimische, aber auch für Auswärtige. Ja, also ich komme ursprünglich eigentlich von Schmerikon, oder? Und bin da ein bisschen verbunden in dieser Region und gehe sehr gerne da wandern, weil es natürlich ein fantastisches, herrliches Gebiet ist. Und gerade da oben, da bietet es einem natürlich alles zusammen. Da ist man schnell ein bisschen auf einer Höhe oben, man ist aber trotzdem in einem ganz unheimlich schönen Ort. Und da hat man natürlich gleichzeitig auf dieser Buchser Alp, da hat man natürlich ein wunderbares Restaurant, wo man auch noch feinlich einkehren kann und so weiter. Das tut einem immer ganz gut, so nach dem Gang, dass man da wieder irgendetwas sich verpflegen kann und ein bisschen etwas für den Tourist machen kann. Stefan, dein erster Tag, wie bist du überhaupt dazu gekommen, da raufzukommen mit deiner Frau? Ja, da frage ich mich auch. Eben, gell? Ganz ehrlich. Ja, du bist ja vorher völlig im Andorf, am See, gell? Thurgau. So ja. Gefällt es dir bis jetzt? Du, einmal Bergen, immer Bergen. Aha. Ursprünglich aus dem Engadin, 7-jährig leider ins Flachland gekommen, aber jetzt wieder so auf dem Halbweg richtig. Dann ist der tipptopp. Die Berge sind da, der Schnee liegt. Also, was willst du noch mehr? Es hat sich in kurzer Zeit einiges zu tun. Warst du, Frau, ja einen riesen Stress, gell, in diesem Monat da alles anzugattig? Ja, wir haben jetzt bis und mit gestern eigentlich ziemlich Stress gehabt, durchgezogen, jetzt hier vorbereitet. Aber ich denke schlussendlich, wie es halt so ist, generell in der Gastronomie, Hotellerie, ich glaube, es zahlt sich am Schluss aus, dass der Gast sich wohlfühlt, willkommen fühlt. Ich glaube, das ist das, was heute ausmacht. Und der Rest rundherum, mit dem Panorama, mit den Bergen, mit dieser Lage, das ist gegeben. Und du musst einfach da schauen, dass der Gast sich wohlfühlt. Und das ist so und so. Und ich glaube, das würde ich sagen, schaffen wir daran und geben uns da wirklich alles Erdenkliche und das Herzblut rein und die Mühe. Und das Engagement rein und ich glaube, das widerspiegelt sich schlussendlich auch in dem, wo dann schlussendlich da der Gast vorfindet. Meine persönliche Einstellung auch, hat einen Haufen Einheimische hier oben gehabt, jetzt gerade schon am ersten Tag, es ist wirklich immer Stress pur, man möchte auch ein bisschen langsam können anfangen und so weiter. Aber mein Eindruck ist, du bist schon völlig mitten drin, du bist völlig aufgenommen. Hast du das Gefühl selber auch? Du, ich denke, das ist immer so, wie man sich gibt oder wie man auf die Leute zugeht. Wir haben von Anfang an versucht, da offen auch auf die Einheimischen zuzugehen, Kontakt zu knüpfen, Kontakt zu schliessen. Mit verschiedensten haben wir schon können, ich sage jetzt, gute Zusammenarbeiten angehen und aufgleisen. Und schlussendlich, wir sind unkompliziert. Wenn Buchser auch unkompliziert sind, dann passt es. Das passt. Gerade auch, weil es eben für alle ein passendes Angebot gibt. Zähl Baumlalo. Geniessen, die Fernsicht ins Tal, der Blick zu den Höhen, sich verwöhnen lassen im Berghaus, dort übernachten, kann man ja auch, oder wandern, mit dem Velo den Berg drauf fahren, eben Abenteuer pur für jeden Anspruch. Nicht nur sonst heisst die neue Mail ja eben auch Abenteuer Buchserberg. Informiert euch einfach selber auf der Homepage über all das, was Pächter-Ehepaar Nicole und Stefan planen. Es lohnt sich auf jeden Fall.